Hallo, ich bin Anna aus dem wunderschönen Oberfallenberg. Und wie das Wetter wird, das hören wir gleich. Hallo miteinander zum Regionalwetter am 8. Januar 2018. Wir blicken daher vom Oberfallenberg auf den Bodensee und aufs Rietal, wo sich heute der Nebel, zum Teil oder so leichte Dunstschicht erzeugt hat. Es war auch deutlich kühler, wie zum Beispiel im Oberland oder im Walgau. Unglaubliche 18 Grad haben wir heute im Bludenz messen können. Das ist ja schon etwas für Monat Januar, wo es winterlich ist. Und so wunderbare Föhnbilder wie zum Beispiel am Körbersee hat uns der Föhn in den Himmel zeichnet. Bei der Wetterstation Balzers-Prallerwisch, da hat es heute wieder mal, wie schon die letzten Tage, öfters über 100 km pro Stunde gehen. Und kaum zum Denken, dass wir jetzt schon Winter haben. Darum zeigen wir euch das wunderschöne Bild vom Furkenjoch. Machen mit bei unserem Gewinnspiel, schätzend, wie es Ende Januar ausschauen wird, bei der Schneemesslatte, wie viel Schnee liegt. Und mit ein bisschen Glück gewinnen die ein Wettering-T-Shirt und ein Wettering-Schneemesslatte. Das Satellitenbild zeigt uns ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer, das dreht sich und das schuffelt feuchte Luftmasse gegen die Alpen-Südseite, dort, wo jetzt auch die Wetterkollegen vom Wetter-Online-Team unterwegs sind. Die kriegen mit, wie es innerhalb von 2-3 Tagen bis zu 3 Meter Schnee runterhaut auf einer Höhe von etwa 2000 Meter. An der Südseite vom Matterhorn, genauer in Norditalien an der Grenze zur Schweiz. Ja, und die Schneemasse, die hätte mir wohl auch gern. Es schaut aber ganz anders aus, der Wettertrend. Morgen erneut föhnig. Es können vom Alpenhauptkamm ein paar Niederschläge kurzzeitig drüber schwappen. Es gibt aber nicht mehr wie ein paar Tröpfle oder kurze Schauer. Und ja, morgen wieder sehr starke Föhnböe, die sich vermutlich bis ins untere Rietal im Tagesverlauf ausweiten können. Und auch die Temperaturen, die stiegen natürlich bei dem Föhn wieder auch auf Werte zwischen 12 und 16 Grad, lokal vielleicht wieder 18, je nach Sonnenschein. Und dort, wo halt der Dunst oder die Kaltluft noch liegen bleibt, im Unterland in gewissen Regionen, da geht es noch bis zu 8 Grad. Schauen wir uns an, wie es weitergeht die kommenden Tage. Der Ausblick zeigt, es tut sich nicht allzu viel. Immer wieder Wolken, die von der Alpen-Südseite zu uns drüber schwappen und es ist überwiegend trocken und zum Teil kann sich dann am Donnerstag oder Freitag auch Nebel oder Hochnebel bilden und kommt also nicht viel Niederschlag zu uns, wenn sich die Föhnströmung auflöst und am Sonntag geht es dann wahrscheinlich schon wieder leicht föhnig weiter und am Montag, also die nächsten 7 bis wahrscheinlich 10 Tage können wir jetzt so sehen, wenn wir den Modellvergleich anschauen, tut sich nicht allzu viel und danach könnten die Temperaturen wieder leicht sinken und wir hoffen, dass es dann bis Ende Monat wieder ein bisschen einwintert. Und mit einer wunderschönen Aussicht vom Oberfallenberg Richtung Rietal wünschen wir euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns garantiert am Donnerstag beim nächsten Regionalwetter. Ciao miteinander!